Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Survival Mode in irgendeiner komischen Map, die ich nicht mehr weiß. Mit dabei ist Underground 2, ja, so war das. Mit dabei Scrawl, du, Stevie, hey ho, und Krischi. Moin, moin. Shira kommt eventuell unter der Folge noch hinzu oder vielleicht auch erst in der nächsten, wir wissen es noch nicht. Da unten wartet ein Mini-Zombie auf mich. Das liegt immer daran, wie die Deutsche Bahn das zulässt. Ja. In der Tat. Hallo! Wir haben ein putziges Viech. Okay, du kommst nicht her. Das kann ich gar nicht. Aua! Hab ich schon häufiger was von gehört, aber selber noch nichts gesehen. Wo kommt? Ich hab Steam online und da sehe ich grad, dass gerade Lapo spielt. Der Lapo spielt ist eigentlich immer. Also. Wenn er online ist, spielt er hier jetzt gerade für eine Zombie-Invasion. Wollte mich verarschen. Aua! Hat eigentlich einer von euch mal Europa Universalis 4 gespielt? Was ist das denn? Strategiespiel von Paradox. Ne, ich bin nicht so der Fan, derjenige, der irgendwelche Strategiespiele spielt, deswegen. Was? Wie ist das so? Das ist. Soll man das am besten beschreiben? Das ist, als ob Risiko, so von einer Weltkarte her, ja, mit Total War, also auch in dem Setting von 1400 bis 1800, schieß mich tot. Okay. Mit einem kleinen Einschlag Civilization, aber wirklich nur einen kleinen. Und die haben 5 Komplexitätsfilme gefressen. Also ist sehr, sehr umfangreich, man hat total viele Möglichkeiten. Aber wenn man einmal ins Spiel reingekommen ist und so ein paar Tutorials gespielt hat oder sich ein YouTube-Video angeguckt hat, dann macht das so einen irren Spaß, weil es halt einfach echt anspruchsvoll ist. Ziemlich realistisch, möchte ich jetzt fast sagen, im Sinne von, es beachtet historische Events wie die Vereinigung Spaniens, Frankreich, keine Ahnung, Kolonien, Gründung der USA und so ein Kram. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ganz lustig sein kann. Die Optik ist halt jetzt. Das Spiel setzt halt nicht. Optik, ach, baust du Optik jetzt den unbedingt? Raum für die Felder oder was? Ja. Ich wollte gerade nämlich anfangen, aber okay. Hallo Creeper. Was jetzt mit der Optik? Das Spiel ist jetzt nicht so hübsch wie in Total War oder so, sondern es sieht halt wirklich eher aus. Man spielt auf so einer Karte, die aussieht wie die von Risiko. Aber ich weiß nicht, ich finde es zweckmäßig und es passt. Die Musik ist total geil, vor allem. Es hat einen unglaublich guten orchestralen Soundtrack. Soll ich dir helfen bei dem Raum oder willst du es jetzt doch komplett alleine machen? Das ist mir relativ egal, wie du möchtest. Oh! Skelett, hallo. Jetzt hier schon wieder. Wie groß willst du den insgesamt machen? Also hier ist auf jeden Skelett. Fall mal Feierabend. Höhe hätte ich gesagt, so wie es jetzt noch schon ist. Ah ja, zwei Skelette. Ja, Mac, heul nicht raus, obwohl du hast noch kein Eisen. Und nach hinten, okay, heul raus. Kannst du ein gutes Stückchen noch gehen, hätte ich gesagt. Und wie ist es mit in die Richtung hier? Welche? Da, hier lang. Ja, ich sag ja, nach hinten kannst du noch ein gutes Stückchen gehen, dass wir einen relativ großen Raum haben, dass wir eher relativ viel Getreide reingehen. Ich muss mir erstmal noch eine Schaufel machen, weil mir ist nämlich meine Schaufel kaputt. Warte, ich habe eine hier. Gang. Ja. Danke. Diamanten! Bitteschön. Nice, hast du eine Eisenspitzhacke? Ja, sehr gut. Also das, wir müssen dann nur gut ausleuchten, weil sonst wächst hier nichts. Ja, das ganze Kohleproblem hat sich auch so eben gelöst. Also ich habe ein paar Bäume zerlegt. Ich werde jetzt mal ein Stack Eisen auf jeden Fall brennen. Ja, das ist gut. Ja, wir brauchen aber gleich noch für ein paar Fackeln und so, wenn wir das hier dann gut ausleuchten. Ja, wollen. Ja, klar, aber ich habe 30 Eisen, also das würde ja wohl reichen. Du meinst 30 Kohle, ja, ich würde gerade sagen. Er hat 30 Eisen, wir haben zwar mehr, aber okay. Heftiger Typ. Boah, Alter, der hat 30 Eisen, Mann. Der ist voll krass, ey. Ja, Mann, pass auf, ich komme mit meinen 30 Eisen an und dann geht das rund. Alter, holy shit, habe ich mich verlaufen. Jetzt müssen wir Angst haben, Mann, ey. Also, ich bringe fett Eisendönerspieß mit. Eisendönerspieß, jawohl! Ich wollte gerade genau das gleiche sagen, ey. Oh, oh, ich werde sterben. Eisendönerspieß, jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Ja, den craft ich mir. Das ist ja noch gar nicht 1.9, ne? Man kann ja voll drauf prügeln. Ja. Alter, ich kämpfe wie so ein Nappel, weißt du, hau immer nur einmal, geh 2 Meter zurück, hau nochmal, geh wieder an. Ist es doch gut, dass wir nicht auf die 1.9 gemacht haben, ne?
Das geht, dann macht man wenigstens schon AOE-Schaden. Aber trotzdem würde ich mal gerne mal wollen, dass wir das irgendwann mal hier alles auf 1.9 updaten. Ja. Okay, drei Zombies, alles klar, jetzt fängt hier das Massenschlachten an. Sascha, ich oh! Sascha, ich erkläre dir sogar, wie das geht. Das kann kein Problem. Du, das kriege ich noch nicht so. Du musst eigentlich nur die Minecraft. Du, ich habe einen Minecraft 1.9 Server, ich muss nur die Welt rüberziehen. Okay. Hallo Zombie, wie geht es dir? Alter, ist da unten ein Loch drin, ey, und unter mir Lava. Hab ich einen Schock bekommen. Hast du ein Loch drin? Was? Du hast ein Loch drin? Ja. Hallo Höhle? Krischi hört mal wieder nur, was er hören will. Natürlich. Ja, er will nur von Saschas Loch hören. Naja, immer. Ich träume davon. Okay. Ah, haben Scroll und du was gemeinsam. Innige Liebe zwischen dir. Ja, ich muss schon sagen, Sascha und ich, wir haben schon so eine Bromance hier am Laufen. Was? Ja, ich kommst du noch auf so eine abwegige Idee? Ich krieg auch abends immer so Liebesnachrichten mit so, ich vermisse dich schon auch im TS. Mit so einem Kuss-Smiley oder so. Und jeden Morgen Nase. Krischi, hast du dir immer noch keine fucking Mute-Taste angelegt? Na du Lappen, ey. Du schreibst immer so bestimmt so, na du heute Abend wieder im TS und so. Oh, und Sascha kommt dann immer nur, ja. Warum zum Teufel ist hier nirgends ein Diamant? Fickt euch doch alle. Ich hab jetzt 9, ich hab noch welche gefunden. Nice. Divi, komm mal rum hier, ich brauch eine Schaufel. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin und wo der Weg zurück ist. Wo bist du denn? Ja, in der Höhle. Einfach um die Ecke. Ich glaube, er meint gerade Scroll, nicht dich, Krischi. Achso, ich dachte, er will meine 9 Diamanten. Such dich gerade, aber ich seh dich nicht. Was geht hier ab? Lauf einfach dort entlang, wo ich gerade bin. Das ist Wahnsinn. Ich habe einen Zombie-Spawner gefunden. Warum steckst du mich in die Hölle? Soll ich den Spawner? Hölle, Hölle, Hölle! Wer macht den Spawner nicht kaputt? Oh, gut. Ja, zu spät. Erstmal fragen. Oh, da ist ja, er schon das kaputt. Hat da keiner geantwortet. Doch, ich, oh Gott. Oh, Diamanten, Diamanten. Diamanten. So? 2 Brote, 3 Eisenbaren, 3 Fäden, 2 Sattel, und Zombies. Ich hab nicht gehauen, nein. Nee, noch mehr Eisenbaren, Gunpowder und Kakaobohnen. Kakaobohnen brauchen wir aber nicht mehr so dringend. Ne? Du willst also... Nee. Du siehst, wie du hier gegraben hast. Ja, ich weiß, deswegen gehe ich auch noch ein Stückchen zurück. Aber das Gute ist, wir haben jetzt hier schon mal eine Begrenzung. Das heißt, wir können hier jetzt eigentlich reingehen und dann entlang graben und haben dann auch auf jeden Fall eine feste Begrenzung. Ja gut, außer wir kommen in eine Höhle, dann... Lol. Warte mal kurz, ich bin mal kurz unten. Ach, da hinten, guck mal hier. Diamanten, ahoi. Nice. Und natürlich nur ein einziger am Arsch. Denk der Hammer, am Dach der Kallings. Wow, ernsthaft? Ja. Ein einziger Diamant, das ist doch ein schlechter Witz. Oh, fuck. Das ist ja schon fast frech. Boah, keine Ahnung, wo ich bin. Ja. Und wie ich zurückkomme. Beschwer dich bei Notch. Ich nicht, Krischi. Nein, ich beschwer mich beim Map-Ersteller. Der hat schließlich den einen Diamantenblock da geplantet. Das glaube ich kaum. Moment, wie komme ich wieder zurück? Oh. Wo war mein Weg? Seit wann ist denn mein Helm kaputt? Schon ewig, Stevie, dass du sowas nicht mitbekommen hast. Nö, nee, hab ich auch. Wirklich nicht. What the fuck? Bin zurück. Stevie, bist du schon... Hast du dich schon bis zum Ende gebuddelt? Ich bin... Nur meine Picke war kaputt, deswegen musste ich mir gerade kurz eine neue machen. Ja, ich mach ihn mal dicht. So, damit haben wir dann den Raum abgeschlossen, wie wir ihn ausgraben wollen, schlussendlich. Sag mal, wie hoch ist diese Welt eigentlich? Ich weiß nur, dass sie... War sie 2 auf 2000? Ja, 2000 mal 2000 in der Breite auf jeden Fall. Das müssen wir mal irgendwann mal vorsichtig scrollen. Ich geh kurz an dir vorbei, lass mich nicht aus, danke. Ja, und hoch ja vermutlich 256, oder? Mehr geht doch nicht. Gold? Das Licht? Nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr der... Fackel. Lol, ich war hier schon mal. Ach, du hast ne Ding, ganz gut. Ja, ich hab alles. Everything mein Steinschwert ist sogar mittlerweile fast kaputt, ey. Weil ich habe das Gefühl, dass meine Treppe hier mittlerweile keine Ahnung wie lang ist. Und ich komme immer noch nicht unten an. Jetzt könnte auch sein, dass die 2000 auf 2000... Nee, die ist nie im Leben 2000 Blöcke hoch. Das geht doch gar nicht. Nee. Oh, kaum beschwer ich mich, bin ich beim Bedrock angekommen. Alles bist klar. Bist du nach oben oder was? Was? Nach unten? Nach unten. Ach so.
Ich mach mir die Mühe und mach eine Kacktreppe nach oben. Auf jeden Fall. Natürlich, du wolltest doch wissen, wie hoch es geht. Nein, ich wollte wissen, wie tief es geht. Ja, aber rein von der Theorie her kannst du gar nicht sagen, ob wir jetzt hoch oder runter gebuddelt haben. Also, ob wir hoch oder tief sind, weil du hast dich ja, du weißt ja nicht, wo wir in dem Ding drin sind. Doch, also, warte, kann ich sagen. Ich bin ja jetzt beim Bedrock angelandet. Ich könnte jeden Block nach oben zählen. Das ist kein Cheaten, da ich F3 nicht benutze. Dann zähl mal jeden Block nach oben. Oh Gott. 1, 2, 3. Du weißt ja nicht, Bedrock kann ja auf verschiedenen Höhen sein, also auf. Ja gut, ist es meinetwegen 1 oder 2, meine Güte. Und nein, das zähle ich jetzt garantiert nicht, das sind locker über 100 Blöcke, die wir da oben sind. Ach, weißt du, das wäre die besten, der beste Part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, traurig wird es, wenn Sascha dann da steht, 8, was kam noch 21? 10, 11, 12, nee, plötzlich kommt so ein Zombie an, den ich wegkloppe und dann so, scheiße, auf welcher Höhe war ich? Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Du Vogel. Ich laufe seit 10 Minuten im Kreis. Ja, das traue ich dir zu, Krischi. Weil hier war ich nämlich schon. Das traue ich dir sowas von zu, dass du sowas bringst. Ich habe hier ein. Der kennt nicht mal die Map auswendig, wenn er ein Spiel 70 Stunden gespielt hat. Weiß nicht, worauf du anspielst. Außerdem sah in Bloodborne sowieso alles gleich aus. Das war jetzt nicht meine Anspielung auf Bloodborne, aber egal. Kommt heute eigentlich Dark Souls 3 raus? Morgen. Also ja, heute Nacht um quasi. 0 Uhr. Ja. Morgen früh um 0 Uhr. Habt ihr es euch vorbestellt? Natürlich, es ist schon gepreloadet bei Steam. Nice. Nein! Machst du ein LP davon? Junge, du kennst meinen Kanal, oder? Ja, nur Scheiße. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, alles im Koop mit Krischi. Und morgen geht's natürlich mit Dark Souls 3 weiter. Sind schon manchmal 10 Parts oder so. Ja, also ich kann euch schon mal sagen, liebe Leute, guckt nicht mal mit Sascha vorbei, das wird eh nichts. Nee, guckt natürlich beim Sascha rein bei Dark Souls 3. Also ich hab Dark Souls 3 schon... Guckt bei mir. Nee, ich mach's gar nicht. Ich hab Dark Souls 3 aber mal angeguckt und ich find's eigentlich echt Hammer. Sascha, du kannst auch mal hier helfen. Ja, mach ich sofort, ich brauche also eine Spitzhacke. Also ich find's echt gut, aber ich werd's leider nicht spielen, weil... Ich werd's vielleicht privat spielen, aber ich denke, das ist einfach so eine Sache, die für mich persönlich, für meinen Kanal zu lang dauern würde. Ja. Einfach den gesamten Raum aushöhlen, oder? Ja, wir haben eigentlich rundherum einmal abgebaut, dass okay, so alles klar. Wie weit der geht. Ja, okay. Einfach nur noch aushöhlen eigentlich. Boah, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Und zwar auf die Höhe, wie wir es hier schon haben, ne? Ja, klar. Divi, hast du noch eine Schaufel? Nö, die ist gerade kaputt gegangen, genau als du gefragt hast. Warte, wo braucht ihr eine Schaufel? Ich habe eine Eisenschaufel dabei. Ja, dann machen wir hier den Sand weg, bitte. Alter, was mit dem Mund? Wir graben da oben so ein bisschen was an. Das ist egal. Machen wir dann dicht. Gott sei Dank habe ich so viele Dinge dabei, Spitzhacken. Also das wird jetzt hier unser Essensraum, also hier bauen wir dann... Ja, das hatte ich ja so stellenweise schon bekommen. Ich glaube, die zocken jetzt zu viert eventuell, oder? Was denn? Die sind zu viert in einem Raum und Chris hat gerade Seven Days to Die geöffnet. Ja, Manchi ist da schon längst drin. Ich glaube, Lapo und Peter drin sind. Ja, Pedamos wollte streamen heute noch und hatte Chris Gold gefragt, ob er Lust hat. Von daher. Aber ich denke mal, Lapo hat bestimmt noch Puff offen oder so. Ja, bestimmt. Ist nur mit dem Stream dabei mitquatschen oder so. Was okay, ist aber erstmal so interessant? Leute. So einfach mal so ein Steam online bleibt, wo man was man so sieht, was die so alles so für ein Spiel starten. Ja. Ich war mega verwundert, wie beliebt der Euro Truck Simulator in dieser Community ist. Der Witz ist, ich besitze ihn auch. Ich habe den aber bis auf die Demo damals nie gespielt. Auf meinem Kanal existiert nämlich eine letzte Demo von Euro Truck Simulator 2. Okay, ich verstehe schon, no one cares. Was ist denn los, Krischi? Ich habe eine Mine gefunden. Du bist so leise, du gehst voll unter in unserem Gespräch. Ich glaube, er ist es nicht so gewohnt, so viel zu quatschen. Es ist wahr, ich muss mal... Du, Krischi kann... Eigentlich schon. Früher war ich... Ich wollte sagen, Krischi kann eine üble Quasselbacke sein. Hallo? Früher war ich aber...
Früher war ich aber an sich auch so, da habe ich kaum gequatscht. Das hat sich irgendwann mal durch diese YouTube-Sache dann komplett verändert. Alter, guck dir mal unsere ersten Videos auf dem Kanal an. Das ist der Shit, was da bei unseren Trials-Folgen abgeht. Guck dir mal bitte meine ersten Folgen. Ich schäme mich sogar heutzutage für die Qualität. Nee, gut, die Quali war bei uns nie verkehrt. Da hatten wir immer 1080p und 30 Frames. Da klang das... Machst du das nicht heute noch? Oh! Da fängt der Brief an. Ich hab das früher sogar so kurios aufgenommen. Ich hab damals noch mit Fraps aufgenommen. Ah, beste Aufnahme. Und ich wusste damals nicht, wie ich das machen kann mit meiner Stimme und dem Endgame Sound. Da habe ich das dann so gemacht damals. Ich hatte so ein ganz kleines Standmikro, so ein ganz kleines. Da habe ich den Ingame-Sound über die Mikro aufgenommen und habe die Boxen auch da gestellt. So hörte man den Ingame-Sound bei meinem Super Mario World Let's Play. Irgendwann habe ich es dann so gemacht, da habe ich meine Stimme per Laptop aufgenommen und den Rest am PC. Ja, so klang die Qualität dann auch, bis ich es dann irgendwann mal hinbekommen habe und ich dann einfach gesagt habe, Moment, es gibt ja Order City, damit kann man doch auch arbeiten. Das ist wohl korrekt. Haben wir keine Spitzhacken mehr. Ja, wirklich keine Spitzhacken. In der rechtesten Truhe waren welche. Aber die ist komplett leer. Die Shira ist da! Hello, Shira! Nein, also sie ist nicht bei uns im Raum. Ja, ich weiß. Soll ich sie noch reinziehen? Die Folge geht noch 3 Minuten. Na, dann warten wir. Ja, komm, wir warten einfach. Ja, Shira, Pech gehabt. Schreib ihr mal ganz. Warte mal. Sie hat sich gerade schon gemutet im Quatschen-Chat, also sie hat gar keinen Bock. Alles klar. Und wenn, dann soll sie mich bei Steam anschreiben, meine Güte. Kein Stress. Ja, wir sind ja eh gerade nur am Craften, mehr oder weniger. Oh, ich hab viel zu viel Stuff. Ich hab dabei. Ihr gepokt, hab gepokt? Noch circa 3 Minuten, danach kannst du dazu stoßen. Ja, jo. Krischi, wo bist du denn längst gegangen? Vielleicht. Und bist du sehr weit gegangen? Ich hab mich, glaube ich, einfach nur verlaufen. Ich kann nicht so mega, mega, mega weit weg sein, aber ich hab halt leider auch keinen Plan. Aber du bist die Treppe hier runtergelaufen, Richtung Dingskirchen. Ich bin erstmal ganz normal die Treppe runtergelaufen. Dann guck ich mal, ob ich dich einfach irgendwie entdecken kann. Weil ich habe gehört, du hast Kohle gesammelt, das ist wichtig. Ja. Und Diamanten hast du ja auch irgendwie. Ja, Kohle ist schon nicht schlecht. Aber du mal, wobei, der Holzkohle ist jetzt auch nicht schlecht, sowas nett, aber. Ja, hat aber schon eine geringere Haltbarkeit als normale Kohle. Nein, die sind eigentlich seit einer bestimmten Version beide gleich. Echt? Okay. Ja. Das wüsste ich nicht, wäre mir neu. Ich bin nämlich auch der Meinung, Holzkohle hält immer noch kürzer. Ja, besonders auf Fackeln. Wow. Ja, boah, stell im mal Ofen, du vor. Bobo. Wir würden das irgendwann mal machen. Du holst dir Fackel, du craftest eine Fackel, platzierst die hin, die geht irgendwann aus. Ja, fände ich voll realistisch. Das wäre aber ein bisschen zu krass, du, glaub mal. So, Krischi, von der Base sehe ich leider nicht wirklich. Also, ich habe mich auch 700 Mal verlaufen und bin 3-mal im Kreis und 5-mal wieder zurück und ich habe keinen Plan, wo ich bin. Aber ich könnte ganz viele Schienen mitnehmen. Du Mama. Mein Inventar ist voll. Wir brauchen nicht zufälligerweise irgendwann mal Kies oder so. Ja, warum? Wer weiß, vielleicht brauchen wir das irgendwann mal, um Wege zu bauen. Steel War. Auch wenn wir irgendwann mal auf 1.9 updaten können, dann gibt es noch bessere Wege, ne? Ja. Wobei wir dafür erstmal Gras brauchen, ne? Da muss erstmal Gras über die Sache wachsen. Geht das nicht auch einfach, wenn du normal Dirt hinsetzt? Nee, da muss Gras sein. Da muss ein Grasblock sein. Schade. Ist ja nicht so, als hätten wir aber nicht die Möglichkeit, dann legen wir einen Weg dahin, so ist es nicht. Ja, Krischi, ich weiß nicht, wo ich nach dir suchen soll. Ne? Ja, das machen wir. Ja, so, jetzt haben wir auch mal eine wunderschöne Folge hier eigentlich in der Ding verbracht, in der Base. On the Base. Waren ja jetzt in den letzten Folgen sehr, sehr viel im Ding unterwegs. Ihr. Ja gut, Sascha und ich waren sehr, sehr viel im Ding unterwegs. Hier im Outland. Jojo. Ich frage mich ja, der Map-Ersteller, wie er die Grenze der Map gemacht hat. Ob er die Border genommen hat oder einfach da am Rand dann Bedrock platziert hat. Ja, ich glaube, Bedrock ist eigentlich auch so die einfachste Lösung eigentlich, oder? Ja, weil ab der Baum ist ja geil, muss man über die Felder laufen. 8 oder 1.7 konntest du doch die Border auch jetzt bewegen. Okay. Okay, interessant. Ja, ich bin etwas informiert. Manche nehmen auch mal die ganzen Fences mit, ne? Alles, was wir uns an Holz sparen können, ist ja bestimmt gut. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich muss mal den Baum hier abbauen, der stört mich gerade ein bisschen. Nicht nur dich. Mann! Ey, diese Kacktiere. Macht einen Abgang da! Geht doch.
Ja. Jetzt ist dann so. Ah, ne, hab ihn. Ernsthaft? Vier Eier, kein Huhn? Meine Güte. Was ein enttäuschender Abschluss für diese Folge, liebe Leute. Ich danke also, trotzdem. Aber schlechte Eier. Ja. Ich danke dir dann noch vielmals fürs Zusehen. Schaut beim Scroll vorbei, schaut beim Stevie vorbei. Krischi kenne ja sowieso von diesem Kanal. Shira ist auch verlinkt. Die ist in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein, bis die Tage. Ciao. Tschüss.